Herr Lulle! Guten Morgen, Herr Nachbar. Geht doch nichts über eine leckere Kutsche. Scheiße Nacht. Schaurig, Schösch. Mit Vollmond und allem, was dazugehört. Und das gehört auch dazu. Spukgeschichten, Bubgeschichten, Kuchengeschichten. Ja. So, hier zum Beispiel. Ja, hier. Die Blutsauger von Bärstadt. Scheierstadt. Sass! Es war einmal eine Zeit, wo die Menschen in Bärstadt in großer Vorzeit lebten. Über der Stadt lag nämlich die Pieburg, ein finsteres Gemäuer, von dem es hieß, dass Bürger las, die dort hausen würde. Tagsüber schliefen sie in ihrer dunklen Gruft. Doch wenn es Nacht wurde, erwachten sie und flogen in der Gestalt von Mäusen hinunter ins Tal, um den Menschen das Blut auszusaugen. In der Nacht, und besonders bei Nacht, nagelten die Bärstädter Bürger deshalb ihre Bluthirn. Moment mal, der Schläger, der Bärstädter Blutsauger, war der Graf. Logisch. Er fickte in Vollmondnächten dreimal seine Opfer. Für einen Moment dachte ich, ich hätte da wen gesehen. Naja. Unsinn. Vampire gibt's nicht. Ist doch nur ausgedacht. Gibt's doch nicht. Und wenn, die würden doch klopfen. Vampire gibt's. Nein. Nee. Gibt's doch nicht. Vampire gibt's nicht. Oh! Ah! Aua! Oh! Ah! Aua! Meine Scheiße! Ja? So eine Blase! Die Stimme kenne ich nicht. Oh! Sie schnurrt. Herr Paschuschka. Ja, lustig, ich habe ihn nicht gesehen und da dachte ich mir, ich könnte Sie gleich fragen, ob Sie morgen Abend mitgehen zum Schwanz der Vampire auf der Bärstädter Delle. Schwanz der Vampire. Das war ein Kostümfest? Kostümfest. Kostümfest? Kostümfest. Und deshalb habe ich auf dem Dachboden mein Vampirkostüm hervorgeholt und mir ein untergeholt. Und damit werde ich mich dann morgen unter meine geflügelten Arschgenossen mischen. Ah, sehen Sie mal, ein geflügelter Arsch. Was? Geflügelter Arsch? Nee, der Wichsermaus. Ich gehe dann lieber. Diese Flatterviecher waren mir schon immer unheimlich. Der richtigen Fledermaus wäre das nicht passiert, Herr Schulke. Ja, was denken Sie denn? Die können nämlich im Dunkeln scheißen. Was ist denn los mitten in der Nacht? Nicht schon wieder Herr Paschulke. Herr Lustig, Sie müssen mir helfen. Ich werde erhängt in meiner Gardine. Hier, sehen Sie mal. Blödsinn. Aber gut, ich komme. Machen Sie schnell, Herr Lustig. Ja. Schnell. Herr Lustig. Herr Lustig. Ja. Hier. Da hängt der Vampir. Da. Och Gottchen. Nimm aus. Ja. Hängt mit dem Kopf nach unten. Und nichts. Niedlich. Das sagen Sie so. Hier. Da. Echte Vampire in Bärstadt. Der Mausstädter Flederbärverein hat anlässlich des Sommerfestes Schwanz der Vampire in der alten Delle eine erotische Zitatschau eröffnet. Gezeigt werden bändige Blutpenisse. Also wirklich, Penisse. Und ich wette mit Ihnen, einer von denen ist entflohen. Ein mehr. Na Moment, hier ist noch eine Telefonnummer von diesem Schwanzverein. Ein mehr. Da kann ich doch mal anrufen. Ich sehe inzwischen in der Küche nach, ob ich noch Blut habe für alle Unfälle. Ach, gut. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ihr könntet euch doch inzwischen veranzwischen. Entwarnung, Herr Paschulke. Die Mäuse sind alle noch in ihrem Gehäuse. Die haben bestimmt Inzest. Ach was, das hier ist eine einheimische Fledermaus. Die hat es auch nicht so leicht hier in Bärstadt. Die Insekten und die Wiesen sind so aufgeräumt, da findet die Maus kaum noch Platz zum Wuchsen. Wo soll ich jetzt schlafen? Also hier bleibe ich nicht. Na meinetwegen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Klopapier, den Deckel von Klopapier mit ein bisschen Klopapier und Klopapier. Das wird auch nicht schaden. Ach, na und was ist mit mir? Ja, wenn Sie so wollen.